Hey Leute und willkommen zu meinem kleinen Weihnachtsspecial. Wir sind hier gerade auf dem Timolia-Server, wo es einen Jump'n'Run-Adventskalender gibt, wo es jeden Tag einen kleinen Jump'n'Run gibt. Und ich bin jetzt hingegangen und habe die ersten 7 Tage mal heute für euch aufgenommen und zusammengeschnitten. Das war jetzt aber trotzdem insgesamt Arbeit von mehreren Stunden, um die ganzen Fails rauszuschneiden und mit der Musik und alles. Deswegen würde mich freuen, wenn das gut bei euch ankommt. Aber jetzt genug geredet, ich würde sagen, los geht's. Der erste Jump'n'Run an sich ist noch relativ einfach, hier sind keine miesen Brecher drin und deswegen kommt man eigentlich auch relativ schnell durch. Dieses weiße Aufblitzen, was ich da drin habe, kommt jedes Mal, wenn ich einen Checkpoint erreiche, egal ob ich da schneiden musste oder nicht. Auch der zweite Jump'n'Run ist vom Schwierigkeitsgrad her noch relativ einfach. Dieses Mal haben wir so ein Wald-Dschungel-Baum-Setting und es sind eigentlich keine miesen Brecher drin. Es gibt vielleicht ein oder zwei Sprünge, die nicht ganz einfach sind, aber ansonsten lässt sich auch diese Map relativ schnell durchzocken, vor allem weil sie auch an sich relativ kurz ist. Im dritten Tag des Adventskalenders haben wir schon eine etwas schwierigere Map. Dieses Mal befinden wir uns ganz klar in der Wüste und gerade die Sprünge hier im Hintergrund waren alles andere als trivial. Hier gab es schon einige Sprünge, die man tatsächlich öfters mal probieren musste und die ziemlich blöd gesetzt waren, aber die richtig unmöglichen Sprünge waren das noch nicht. Zum Beispiel dieser hier war nicht ganz einfach, auch wenn das hier vielleicht im Zusammenschnitt so aussieht. Die vierte Map ist nun im absoluten Höllensetting. Zwar befinden wir uns nicht in der Hölle, aber ansonsten ist alles mit Blöcken aus der Hölle gehalten. Die Map an sich ist sehr leicht, sie hat nur einen miesen Punkt und das ist der Turm, der genau jetzt vor uns ist. Der hat es wirklich in sich. We'll be right back.
Die fünfte Map ist meine aktuelle Hass-Map. Die wurde teilweise mit so unmöglichen Sprüngen verziert. Was hier so einfach aussieht, war wirklich viel, viel Arbeit. Tatsächlich habe ich für die letzten Sprünge in dieser Map so lange gebraucht wie für die kompletten Maps 1 bis 4. Nur um mal so einen kleinen Anhaltspunkt zu geben, wie lange ich tatsächlich hier dran gesessen habe. Denn die letzten Sprünge und auch teilweise schon die Sprünge zwischendrin mit Leitern und Zäunen und ganz dumm ums Eck springen und allem Möglichen, das hat genervt. Wirklich. Es ist Nikolaus, zumindest ist diese Map vom 6. Dezember. Vom Schwierigkeitsgrad her ist sie nicht so unmöglich wie die 5. Allerdings sind hier teilweise auch ein paar mies gesetzte Checkpoints, sodass du ja eine Stelle oder zwei Stellen gerade dann, wenn es nach oben geht, öfters mal wiederholen musst. Und dieser Leitersprung hier war wirklich bescheuert, aber ansonsten war diese Map machbar. Und die siebte Map ist die, die mir von allen Maps der ersten 7 Tage am meisten gefallen hat. Auf alle Maps gesehen ist das natürlich nicht mein ganzer Favorit, da gibt es eine andere, aber ansonsten finde ich einfach dieses Setting total cool, eine Mapmaker-Map. Vom Schwierigkeitsgrad her war sie allerdings gar nicht so einfach, denn wie man hier gerade sieht, so leicht versteckte Leitern waren dabei und viele von diesen richtig miesen Türen sprüngen. Und als ob das nicht schon schwer genug gewesen wäre, wurden auch noch die Checkpoints weiter auseinandergesetzt, sodass man viele an sich einfache Stellen öfters mal wiederholen müsste, weil man einfach an den schweren Stellen ansonsten einfach nur abgekackt hat. Aber an sich waren hier keine so super krassen Brecher drin, sodass eigentlich der Motivationsgrad durchgehend relativ hoch war.
Ja, und damit verabschiede ich mich wieder. Das waren jetzt die ersten 11 Minuten bzw. die ersten 7 Maps des Timolia Adventskalenders. Wenn es euch gefallen hat, kann ich ja mit den nächsten 7 weitermachen, vorausgesetzt der Adventskalender ist nächstes Jahr noch lang genug online, denn ich habe schon einige Maps angezockt, leicht sind die wirklich nicht. Also lasst einen Daumen da und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao!